Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Ja, heute geht's mal wieder weiter, Episode Nummer 58 mittlerweile, immer noch auf Streak, kurz vor der Double Nuclear. Und es soll heute mal wieder ein richtig, richtig schönes Team werden. Ich bin sehr gespannt, was es im Endeffekt werden wird. Letztes Mal das 4-3-2-1 mit Capelle, ich glaube, nee, nicht mit Capelle, oder? War das mit Capelle? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, war anders. War mit Elionussi vorne drin und Torres und Menez. Genau, das war das Team. Das wurde relativ schnell gebaut und auch heute soll es im Idealfall wieder unter 7 Minuten bleiben. Wenn ihr PSN oder Microsoft Guthaben braucht, schaut bei Kinguin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich mit unterstützen, genauso wie ihr bei Sennheiser vorbeischaut. Auch der Link ist in der Videobeschreibung für natürlich die besten Headsets, die es überhaupt gibt vom Marktführer. Und ja, auch ein Like auf das Video, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist eine riesen Unterstützung und zeigt, dass ihr die Serie weiterhin feiert. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und Facebook und Twitter-Links sind ebenfalls in der Videobeschreibung. Warum ich einen Torwart suche, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Will aber gleich zum Anfang mal auf ein kleines Thema eingehen, beziehungsweise auf eine ganz bestimmte Sache. Und zwar wurde mir gesagt, ey Max, du bist ein Vollidiot, denn du ja, machst nicht das, was man machen sollte. Du achtest viel zu sehr auf beispielsweise Preise. Das hat sich sogar gereimt. Du baust keine Teams, die teuer sind, beziehungsweise kaufst keine Spieler, die teuer sind. Du bist geizig. Geiz ist an sich keine, obwohl, wenn man Geiz sagt, dann ist es eine schlechte Angewohnheit. Sparsamkeit ist keine schlechte Angewohnheit, ja. Ich bin ein sehr sparsamer Typ. Ich habe es auch jetzt schon tausendmal gesagt, aber ich sage es nochmal als Klarstellung. Warum soll ich in einem 7-Minute-Squad, mit dem ich ein Spiel machen werde, eins, nicht irgendwie 10, eins, warum soll ich da unfassbar teure Spieler kaufen? Oder warum soll ich da allgemein teure Spieler kaufen und einbauen? Das lohnt sich nicht, weil ich das Ganze nur ein Spiel lang spiele. Das ist dementsprechend vollkommen sinnlos und deswegen kaufe ich da in den meisten Fällen keine teuren Spieler. Zumal halt die Taxes einfach einen extremen Verlust darstellen, weil man sie meistens entweder günstiger verkauft oder zum gleichen Preis und 5% sind bei teuren Spielern schon teilweise ganz schön viel und das will ich einfach nicht. Klar, ich verdiene Geld mit YouTube, sage ich gar nichts gegen. Ich kriege mein gewisses Geld mit YouTube, das ist wunderbar, da freue ich mich auch drüber. Das ist eine riesen Unterstützung, auch von euch natürlich. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich unbedingt jetzt sagen muss, ey, hier, bla 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 bla. Nur deswegen kaufe ich mir, auch keine Coins. Ich habe die Coins ja nur durch die Packs bekommen, beziehungsweise durch Traden. Das heißt, ich habe auch nicht einfach irgendwie Geld, was ich für Packs, für Coins wieder ausgehe, sondern höchstens mal für Packs. Und dementsprechend ist diese Aussage einfach Schwachsinn. Im Moment, das werde ich demnächst ankündigen. Es wird bald mehr Real-Life-Stuff kommen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Auch auf diesem Kanal. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Zweitkanal mache. Ich denke aber mal eher nicht. Das werden nämlich auch so Nebenvideos sein wie COD. Also beruhigt euch, muss ich dazu sagen. Und ja, nur weil ich nicht so viel Cash immer ausgebe, heißt es nicht, dass ich geizig bin. Ich bin einfach nur nicht blöd und werfe mein Geld zum Fenster raus, wie es einige andere YouTuber tun. Gut, wir fangen an und zwar in 3, 2, 1 und Start. Ich denke mal, das Thema ist jetzt geklärt und deswegen können wir uns jetzt hier auf das Team konzentrieren. Und als erstes mal, wir spielen 4-4-2-2. Flügelspieler aus Kroatien sind rare. Es gibt beispielsweise Perisic, aber da wäre ich schon wieder bei Wolfsburg. Und da war ich jetzt schon mittlerweile so oft, dass ich da nicht normal hin möchte. Aber vielleicht finden wir ja noch einen anderen. Frisalko, oder wie auch immer der heißt, wäre auch möglich. Von Sassuolo spielt er, glaube ich, mittlerweile. Ja, sehr schön, dass es schon wieder nicht funktioniert mit dem Laden. Das ist klasse, ich liebe es. Danke! Also der wäre möglich. Perisic natürlich, sehen wir hier. Hier haben wir Frisalko, der eigentlich mehr Verteidiger ist. Linkes Mittelfeld haben wir natürlich auch Perisic, keine Frage. Aber auch Ilicevic. Ja, drei Stunden Skills, ist halt blöd. Tomasov. Stürmer, wie sieht es da aus? Innenverteidiger hätten wir Dejan Lovren. Stürmer haben wir Mandzukic. Wäre natürlich schon mal ein Stronglink, wäre an sich nicht schlecht. Machen wir. Mandzukic in die Sturmspitze, so haben wir einen Stronglink. Das heißt, wir brauchen noch zwei Links. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal einen Innenverteidiger. Mit Dejan Lovren, obwohl, wir gehen mal auf Kroatien. Koluka oder Lovren, wenn wir die ersten beiden, die einfallen. Allerdings sind die beiden nicht gerade schnell unterwegs. Trotzdem, für ein Spiel wird es halt eben reichen. Es ist halt, wie gesagt, nur ein Spiel. Lovren 63, das geht eigentlich sogar, nehmen wir. Auf der anderen Seite braucht man nur noch einen Spieler, der weiter verlinkt. So, Kroatien, da können wir jetzt, wir nehmen jetzt einfach mal Perisic in Form. Weil das passt ganz gut. Hier Perisic in Form. Und auf der Rechtsverteidigerposition kommt dann Dario Srna. Jetzt haben wir bisher nur Kroaten, aber das ist ja nicht so schlimm. Das macht ja nichts, weil jetzt können wir ja antikroatisch spielen. Beziehungsweise nicht antikroatisch, sondern mit weniger Kroaten. So. In die Verteidigung kommt noch Skrtl. Skrtl. Obwohl Skrtl.
Wir können auch irgendeinen anderen Innenverteidiger aus der Premier League nehmen, theoretisch. Das Gürtel wäre auch noch wieder mal so ein langsamer, das will ich eigentlich nicht. Chiriches. Ja, ist halt schwer zu verlinken. Vla genauso eigentlich. Rojo wäre möglich, aber ist auch nicht mit der Position vereinbar eigentlich. Sacco. Fazio. Mertesacker. Terry. Mangala. Distin. Der klingt interessant, wollte ich auch nochmal ausprobieren, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt einen französischen Sechser uns holen. Die Frage ist, wer ist ein französischer Sechser? Kabay hat mir jetzt schon 1000 Mal, den will ich nicht benutzen. Jan Mvia haben wir. Jan Mvia, sehr, sehr schön. Ist mir gerade spontan eingefallen. Den stellen wir auf die Sechser-Position in den Sturm. Das heißt, wir brauchen noch einen von Inter. Das heißt, wir nehmen einen Stürmer von Inter. Oder es gibt einen französischen Stürmer in der Serie A. Das kann natürlich auch sein. Ja, gibt es. Menez in Form. Ja, sehr schön. Hatten wir letzte Episode zwar, das ist nicht so schlimm. Jetzt brauchen wir noch einen französischen Schöner. Französischen Zehner. Auch da ist die Frage, wen? Aber das kriegen wir schon hin. Valbuena zum Beispiel. Aber bei Dynamo haben wir wieder keinen Linksverteidiger, glaube ich. Bei Buena wäre an sich schon mal möglich. Gucken wir mal. Na wohl, warum nicht? Russische Liga. Wer ist denn bei Dynamo mal Linksverteidiger? Hat bestimmt schon mal nachgeguckt. Büttner. Büttner ist okay. Das heißt, weil Buena wird gekauft. Guck mal, ist sogar ein bisschen teureres Team heute mal. Oh, mit zwei Informs. Magst du Geizkragen? Ich hatte auch nee, normalen Menez kann ich nicht nehmen. Ich könnte Cyril Thoreau in Sturm stellen oder Pogba, das mache ich natürlich nicht. So, und dann brauchen wir nur noch einen Torwart und da können wir jeglichen aus der Premier League nehmen, glaube ich. Nee, können wir nicht. Wir brauchen einen von Everton, aber das ist ja nicht so schlimm, weil dann nehmen wir einfach Tim Howard. Ramon Howard. Ist dann zwar nicht ganz No Links Wasted, weil ein Link zu viel und zwar halt bei Howard, aber das ist ja nicht so schlimm. 1000 Coins. Und dann sind wir fertig. Das ging wieder relativ schnell, glaube ich. Relativ fix. Schauen wir mal auf die Uhr. Zeiger. Was sagt der? Der sagt noch 2 Minuten 18. Das heißt, nach knapp 4 Minuten und 40 Sekunden wieder fertig gewesen. Sehr, sehr schön. Ich baue jetzt das Team eben zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Spiel. Beziehungsweise vor dem Spiel, wenn ich euch das Ganze nochmal zeige. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und ich habe mal wieder einen folgenschweren Fehler gemacht. Immer wenn ich 2 Sechser habe, denke ich, dass ich nicht diese Formation hier spiele, sondern eine andere. Und zwar, es ist relativ einfach zu erklären, das 4-2-2-2. Ja, weil das hat auch 2 Sechser, aber dafür 2 Zehner und nicht 2 linken und rechten Mittelfeldspieler. Deswegen musste ich jetzt hier den guten Valbuena und Büttner ersetzen. Mitten, Depp und Mbeng. Zwei sehr interessante Namen. Dann haben wir jetzt hier den Rest mit Hauer, Distin, Lovra, Srina, Perisic, Rakitic und so weiter und so fort. Und Via Menez und Mandzukic in der Sturmspitze. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Nationen. Ja, 4 Nationen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ligen. Geht also vollkommen klar. Ich suche jetzt mal einen Gegner. Bin mal sehr gespannt, wie schnell ich einen finde. Und dann bin ich gleich wieder da. Oh, na. Oh, eigentlich, ah doch, ah, nicht das allerkreativste Hybrid, aber immerhin 4 Ligen und 1, 2, 3, 4 Nationen. Also geht auf jeden Fall schlecht, habe ich schon Schlimmeres gesehen mit Chigaoui, Alagi und Benatira vorne drin. Das könnte ein sehr interessantes Spiel werden, bin ich mal sehr gespannt. Mal sehen. Der Ball auf Menez und der ist frei durch, den muss er machen, den macht er auch, 1-0. 8 Minuten gespielt, es ist wieder ein fixer Start. Ich muss immer oben hingucken, weil ich nie weiß, welche Uhrzeit wir haben. Quasi, Uhrzeit. Welche Minute wir haben. Aber Kiko Casilla kann da absolut nichts machen. So ein extrem ähnlicher Name zu Iker Casillas, ne? Das kann eigentlich fast kein Zufall sein. Aber war auf jeden Fall schön gemacht von Menez, muss man ganz ehrlich sagen. Auch der Abschluss stark. Und der beweist mal wieder, dass er gut ist. Letzte Episode 2 Tore gemacht, diesmal wieder 1. Zwar der Inform diesmal, aber ist egal. Oh nein, oh Mann, er ist einfach verhorsam. War das wieder scheiße verteidigt von mir. Ich hab's einfach drauf, schnell wieder Tore zu kassieren. Aber Alagi hat ihn einfach am Anschluss weggeschubst. Warum? Das darf der gar nicht. Penner. Skillrun mit Mandzukic, das ist...
Digga, das ist ein Elfmeter. Was Offensichtlicheres bekommst du gar nicht mehr. Nicht sicher, ob das abseits war. Oh, 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 ganz, ganz ehrlich. Wieder ein Ball auf Mendes vom Manzuke. Der schießt doch ein bisschen platzierter, Junge. Ja, wir haben gut reden, aber ich schließe. Noch nee. Oh Mann, geh doch schneller ins Tor zurück, du Null. Er springt noch aus dem Weg. Oh Gott. Ja, guck nicht so mitleidenswert, du Lappen, Alter. Weil du nix kannst. Das ist ein Foul. Und der Elfmeter vorhin, was war damit? Das ist doch nicht sein Ernst. Warum lässt er sich denn nicht steuern, Mann? Das ist doch so bitter schon wieder. Ganz ehrlich, das ist schon wieder so ein Scheißspiel gerade. Ach, Mann, komm. Via, okay, der ist zu klein. Es hat gerade so kleine Mini-Lags. Ihr seht es gleich vielleicht wieder. Aber wenn ich am Ball bin, hier war einer. Da ist einer. Das nervt ein bisschen. Oh, da wird wieder einer, weil auch Input-Lag jetzt da ist. Komm, irgendwer. Ja, Mandzukic, sehr schön. Es wurde auch langsamer Zeit, weil jetzt bin ich wirklich am Drücker. Hätte eigentlich schon Ausgleich machen müssen. Und jetzt macht es Mandzukic. Sehr, sehr schön. Nehmen wir es mit all seinem Pace. Komm schon. Jetzt hier Dragback. Funktioniert. Komm, wir. Oh. Mann, der hält alles. Kassia hält alles. Das ist ganz schön scheiße. Ich hatte in der ersten Halbzeit einen Schuss, einen aufs Tor. Der geht dann 3-3 aufs Tor. Ich will gar nicht wissen, wie dieses Verhältnis jetzt ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt deutlich überlegen. Weil er kommt überhaupt nicht mehr nach vorne. Aber ich kriege den Ball halt nicht ins Tor. Ja, und auch hier wieder nicht. Ja, 90 Minuten rum. Was willst du machen? Wir müssen halt in Verlängerung gehen. Hier seht ihr es. Ich hatte einen Schuss und einen aufs Tor. Jetzt habe ich 11 und 9 aufs Tor. Das heißt, ich hatte in der zweiten Halbzeit 10 und 8 aufs Tor. Und er hatte nichts. Gar nichts mehr. Auch Ballbesitz nur in seiner Hälfte, beziehungsweise im Mittelfeld. Bringt mir aber nichts. Toll. Weiter geht's. Nein. Och Mensch. Na, dann läuft er am Ball vorbei. Ich bin in der Nachspielzeit einfach nicht mehr entscheidend vor das Tor gekommen, beziehungsweise wenn. Ja, dann war es halt schnell vorbei und jetzt ins Leggy-Elfmeterschießen. Guck mal, dann wieder Balken leckt, Alter. Wie wenig Bock ich darauf habe, ne? Ich drücke jetzt. Oh, Mann. Und dann in dem Moment muss es nicht mehr laggen und trotzdem geht da rein, obwohl ich in die Mitte unten gezielt habe. Ekelhaft. So. Links unten. Okay, von mir aus verschießt er auch. Wahrscheinlich hat er das, genau das gleiche Problem wie ich. Aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Okay, könnte. Ja, okay, ich habe nicht gezielt wirklich. Also ich habe ein bisschen da links unten, aber naja. So, Howard. Links. Ah, schade. Ich habe erst überlegt, nach rechts zu gehen, um ehrlich zu sein. Aber ich dachte mir, links ist logischer, weil... Oh nein. Oh Gott sei Dank. Wie auch immer das gemacht hat. Ich habe wieder einfach nur unten gedückt. Gedückt! Ja, doch gehalten, ach Gott sei Dank. Okay, jetzt Perisic, komm, mach ihn rein, mein Junge. Oh nein. Ja, toll, super, alles klar. Ja, da muss Gustavo jetzt reinmachen, sonst habe ich trotzdem gewonnen. Links, rechts, verdammt. Ja, wollen wir auch machen, kann ja nicht sein hier. Wir, komm. Ja, okay, oh nee, habe ich glaube ich zu hoch gedrückt. Oh nein, zum Glück nicht, ja. Erleichterung pur. Boah, war das ein verdienter Sieg, ey. Naja, gut, das war's von der Episode. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ist ja nicht so schlimm, denke ich mal. Euch gefällt das ja. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Die Fans feiern. Und ja, bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.